Willkommen im nächsten Part von The Legend of Zelda Guardians of Wisdom. Hier in einem neuen Dungeon, den wir geradewegs angefangen haben, nachdem wir eigentlich die diebischen Masterschwertstäder oder sowas hier eine auswischen wollten eigentlich. Das hatten wir im letzten Part eigentlich vorgehabt, aber das haben wir leider nicht geschafft. Weißt du was, Link? Bitte. Bitte hör auf. Hör auf zu leben. Das Geräusch macht mich aggressiv hier. Die ganze Zeit. Ja, wir haben hier ein furchtbares Schieberätsel stattdessen angefangen, statt das Masterschwert zurückzuholen. Und ganz ehrlich, das war kein Spaß. Das war überhaupt kein Spaß. Das lag nämlich daran, dass wir beim Schieben die ganze Zeit hin und her mussten. Und wir hatten auch nur ganz wenig Magie. Nur einen einzigen Krug voll, den wir bekommen haben. Und man war ja nicht ganz darauf vorbereitet, dass es im nächsten Raum nochmal zum Schieberätsel kommt. Und das alles haben wir dann getan für einen läppischen, langweiligen kleinen Schlüssel. Und ich wollte gerade wieder zurückgehen, aber mir ist gerade eingefallen, wir haben ja eh keine Magie. Das heißt, wir können es auch einfach mal probieren, ob wir zurückkommen oder ob wir komplett verkacken. Aber es sieht nicht gut aus. Sagen wir so. So, wo können wir jetzt lang? Weiß es irgendwer? Ah, na cool, das, ganz ehrlich, wir haben keine Fee mehr, oder? Ja, wir haben keine Fee mehr, also dann... ganz ehrlich, der Dungeon kann mich mal. Wir gehen den Weg nicht nochmal normal zurück. Aber stattdessen machen wir es einfach... kurz und schmerzlos. Bring it on. Ich will dich öffnen! Fick dich, du Elektro-Spatenmann. Blöd gelaufen. Oder lässt die Leistung auch direkt nach dem ganzen Rumgeschiebe. Und natürlich, ne, also die Genauigkeit vom Pro Controller mit dem Steuerkreuz, ne, die ist auch ein bisschen anzweifelbar. Aber gut. So, euch hau ich gerne einen auf dem Deckel. So, und dann sind wir auch schon da. Wieder zurück bei der Schlüsseltür, die wir davor ausgelassen haben. Es ist alles nur für einen kleinen Schlüssel, Alter. Das ist wirklich widerlich, so ein Rätsel. Nur für einen kleinen Schlüssel. Oh, my shit. Aber wisst ihr was? Ich freue mich. Wir bekommen vielleicht sogar ein Herzteil. Nice. Und gleichzeitig bekommen wir auch noch irgendwann noch das Dungeon-Item. Was auch immer es sein wird. Ich gehe tatsächlich von einem... So. Von einem... Ihr wisst schon was. Von einem Luftmedaillon aus. Weil wir genau das brauchen. Und ganz ehrlich, der kann das nicht noch weiter hinauszögern. Das kann einfach nicht sein. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es langsam mal passieren wird. Ja klar, der, ja. Wir haben hier einen fliegenden Kopf. Einen krabbelnden Kopf. Das würde ich mal ganz gerne sehen in Zelda. Wobei... In Zelda Twilight Princess, war das nicht irgendwie sowas mit der Spinne da? Oder war das jetzt Einbildung? War doch noch irgendwas anderes. Eine andere Phase. Ah, okay. Ich wollte gerade greifen und habe mich gewundert. So. Ich habe übrigens die eine Tür, die wir vorhin hatten, die habe ich jetzt ignoriert mit Absicht. Oh, eine Fee. Damit ich, naja, erstmal ein bisschen einen anderen Weg habe. Keine Ahnung, also ich wollte erstmal gucken, was auf dem anderen Weg ist. So. Weil ich mir so dachte, der andere Weg, da mit der Treppe, da komme ich dann nicht mehr zurück, weil wir einen Schalter umdrehen oder so. Und das ist jetzt auch nicht so geil. Und ich wollte eigentlich die Fee fangen, aber ich habe wegen der Feierbar Angst gehabt. Oh! Oh mein Sch... Okay,
Moment, Moment, bitte hör auf, Magie zu verbraten, bitte. Ich will diese Fee haben. Ich will diese drei Feen haben. Come on. So. Nein! Ich will diese Feen haben, come on. Okay, warte, wir warten einfach ein paar Sekunden länger. So. Werfen sie dann drauf und jetzt ganz schnell. So, sehr gut. Weil wir brauchen die Feen sowas von dringend. Und beim nächsten Mal werde ich glaube ich dran denken, noch eine Blue Potion zu holen. Wir machen zwar nicht den Blue Potion Glitch, aber Magie ist echt, boah. Wenn sowas nochmal passiert, dann will ich lieber ein bisschen mehr Magie haben. So. Du kleine Spartan. Bam bam badam. Lass mich durch. Ich kann hier nicht mal durch, oh man. Oder war da nicht irgendwas? Ich meine mich da an irgendwas erinnern zu können. Warte mal. Also es kann auch sein, dass es nicht so war, aber... Kann man hier nicht irgendwo durch? Warte mal. Es ist mir egal, ob wir durch können oder nicht. Ich will es ausprobieren. Ich will wissen, ob es stimmt. Okay, das bringt mir nichts. Da vielleicht, dann... Irgendwo hier, da, dort, jenes. Ah! Ich fucking wusste es, Alter. Ich fucking wusste es. Moment, lass mich hier durch. Warte, wenn man jetzt mit dem... Wenn das Blaue unten gewesen wäre, dann hätte man da rechts gehen können. Da unten links und da. Okay, man wäre auch so zum Ziel gekommen, aber... Hätte irgendwie auch nichts gebracht. Oder beziehungsweise, ja, man wäre dann hier vielleicht, oder? Ich glaube, ich muss mir den Dungeon dann nochmal anschauen. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Oh nee, oh, das wird schwierig. So, der Dungeon macht hier gerade echt nichts Nettes. Das würde ich mal ganz kurz so anmerken. Diese Stacheln irgendwo im Boden, die sind immer so ein bisschen blöd. So, auch von ihm wieder eine kleine Organspende, so. Und ein kleiner Schlüssel. Und ganz ehrlich, ich möchte es nochmal so anmerken, das war wesentlich leichter als jetzt gerade eben mit dem Schieberätsel. Also ich will es nur gesagt haben. Schieberätsel... Schön und gut, aber dann gib mir auch was Gutes dafür. Und keinen kleinen Schlüssel, Mann. Keine Ahnung, ein großer Schlüssel wäre schon geil. Da würde ich mich dann auch überhaupt nicht beschweren. Ich könnte jetzt natürlich auf 270 upgraden, aber 69 ist auch ziemlich gut. Dang it. Okay, ich glaube mal da lang, dann da hoch, okay. Ich weiß nicht, wie ich das gerade geschafft habe, weil eigentlich stößt man zu 99,99% gegen diese Teile. Das war wohl die 0,011 oder so Prozent. So. Die schwimmen. Die fliegen auch hoch, wenn sie den Hammer sehen. Der ist auch schwertig genug. Ja, du kannst gerne aus dem Weg gehen. Danke. Ist der Hammer nicht geil, Alter? Mm. So. Okay, hier können wir sogar einen Schlüssel reinpacken. Das ist sehr gut. Können wir aber noch weiter? Ja, okay, können wir. Es kann ja auch sein, dass gleich noch eine Stelle kommt. Bitte. Lass dich von mir umbringen. Danke. Könnte nämlich noch eine weitere Schlüsseltür auf uns warten. Ich hoffe es nicht, aber es kann ja sein, weil wir haben immer noch den Bereich mit dem blauen Palace. Ich
glaube, die haben wesentlich weniger Leben. Oh, fuck you. Fuck you. Fuck you. Verpiss dich. Fuck you. Okay. 1,5 Meter Abstand, okay? 1,5 Meter, ich verbrenne dich. So. Er wollte nicht hören. Okay, da wollen sie, dass ich schnell mache. Dann mache ich auch gerne schnell. Oh, vielleicht hätte ich den noch umbringen sollen. Dann gib mir den Hammer ganz schnell. Oder vielleicht reicht es auch nur sowas zu machen oder so. Ach, wer weiß. Moment. Sowas ist immer blöd, weil... Ah. Okay. War doch nicht so schwer. Bin mir, by the way, immer noch unsicher. Also hätten wir vielleicht die Treppe hochgehen sollen? Ich glaube, ich habe ein bisschen was verkackt. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich bring euch alle jetzt um, denn es scheint nicht so dumm zu sein. So. Stück für Stück. Gott, und es sind so viele von denen. Es scheint sich vielleicht aber auch zu lohnen. Ah, nee. Es kann auch sein, dass es sich gar nicht lohnt. Und dass ich das jetzt total umsonst mache. Ach komm. That moment, wenn hier alle auf einmal in deinem Schwert drin sind, aber trotzdem nichts trifft. So, dann... Wir bekommen hier kein Item. Das war jetzt ein bisschen ernüchternd, aber okay. So. Ich bin weiterhin auf meiner Quest, alles umzubringen, was sich bewegt. Hier können wir nicht lang, weil der Schalter nicht umgelegt ist. Ach Mann. Oh. Hier können wir lang, weil der Schalter umgelegt ist. Geil. Oh nee, warte mal. Are you serious? Oh my god. Wisst ihr, ne? Ich fange jetzt seit letztem Part, glaube ich, aktiver an zu schneiden, wenn irgendwas jetzt einfach nur unnötig Zeit kostet. Yeah! 15 Herzen, nice. Das war auch mal nötig. Und ich glaube, jetzt muss ich ganz kurz schneiden, weil es war eine gute Idee, oder es wäre eine gute Idee gewesen, da oben entlang zu gehen, weil wir haben noch keinen großen Schlüssel und... Oh Mann. Wusste ich nicht. Oder habe ich vergessen? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Oder nie. Ach. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung. Moment. Ich dachte, da kann man irgendwie runterspringen. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Wir gehen jetzt zurück. Und hoffentlich dann irgendwie, ach, keine Ahnung, in die Treppe da rein. Oder wir bekommen den großen Schlüssel anderweitig und dann können wir ja, wenn wir den geholt haben, nochmal kurz raus und reingehen. Mal gucken. Das wäre auch eine Lösung. So. Doch, jetzt erstmal ganz kurz den hier wieder killen. Weil der sich so dachte, ich respawn jetzt einfach. Bam, 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 bam. So, ich dachte nämlich, das war irgendwie anders vorbereitet, dass man da anders vorbeikommen soll. Aber scheinbar doch nicht. Oh, nice. Nein, 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 nein. So. Ich bin zufrieden. Ist mir egal. Scheiße auf Herzen. Die Herzen können mich mal, ganz ehrlich. Hauptsache volle Magie. So, du gehst auch hoch. Danke. So. Ach stimmt, das hätte ich mir eigentlich denken können, dass das alles vorbereitet war. Wisst ihr, bevor ich Schiss hab? Jedes Mal, wenn ich das hier sehe, so Parallel Worlds.
Irgendwann, irgendwann. Und dann werde ich mein Leben hassen. Nachdem ich das durchgespielt habe. So, und wahrscheinlich brauchen wir die Statue so. Das wäre jetzt so eine gute Vermutung. Nee? Ist auch gut. Jetzt ist der Weg... Warte mal, was? Sehr gut. War da nicht aber noch ein anderer? Nee, warte, ja, der war da, ja. Okay, das erklärt's auf jeden Fall. Also man hätte damals, glaube ich, wenn man es zum ersten Mal spielt, so sich denken sollen, so, warte mal. Ich habe noch keinen Schalter wirklich so. Was soll ich jetzt machen? Dass man dann stutzig wird und sich so denkt, ach warte, der macht doch immer das Gleiche hier, ne? Seine Pfähle, die er hier unsichtbar macht. Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. So. Okay, kurze kleine Unterbrechung. So. Weiter geht's. Also, wo waren wir denn? Ah ja, wir wollten ja in die Tür reingehen, in die gute alte. Dang it. Gut, dann machen wir halt erst... Ah ne, warte, können wir ja nicht. Ach, das ist ja auch blöd. Wir müssen mal ganz kurz da nach oben gehen und dann hoffentlich können wir dieses verdammte Teil öffnen. Oh ne. Bitte sag, dass wir es öffnen können. Das hätte ich doch nicht wissen können. Warte, lass mich da durch. Ich glaube, da links war was. Da links konnten wir durch. Und das wäre super. Please. Einmal da lang. Ja, hier, das können wir auch noch einsammeln. Warum nicht? Ein paar Rubies. Dann hier entlang. Ja. Und ich glaube, das war sogar doch eine gute Idee, nicht da reinzugehen. Vielleicht, weil es sieht so aus, als wäre es aufgebaut. Dass man extra drum rumlaufen muss. Oh ja, perfekt. Perfekt. So. Aber die Gegner machen wir trotzdem fertig, weil sie es nicht anders verdient haben. Es sind nun mal Gegner. Das ist ihre Bestimmung. Gut, aber ich bin jetzt einfach nur froh, dass das geplant war. Also, wir haben uns ein bisschen Zeit gespart sogar. Und hier haben wir den großen Schlüssel, Alter. Nice. Genau das, was wir gesucht haben. Doch jetzt nochmal ganz kurz zurück. Bam, 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 bam. Hm, hm. Gib mir dieses verdammte Luftmedaillon. Ich brauche es so sehr. Hm, hm, hm. Hm. Ach, Link, wo bist du hier reingeraten? Nur auf der Suche nach dem Masterschwert. Und naja, eventuell auch das Böse zu besiegen. Aber ich meine, ja, wen interessiert das? Und jetzt zeig mir den Inhalt der Truhe. Zeig ihn mir. Gefälligst. Verdammt. So. Und was wird das sein? Die Mondperle. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Wir haben die Mondperle gefunden. Sie schützt den Helden davor, den ändernden Effekt der Schattenwelt ausgesetzt zu sein. Stimmt eigentlich. Daran habe ich echt nicht mehr gedacht. Ich freue mich da tatsächlich sogar auch noch relativ gut drüber. Weil die uns wieder weitere Möglichkeiten eröffnet. Wir haben zwar immer noch nicht diese verdammte Luftmedaillon, aber wir werden es noch finden. Das sei mal gesagt. Das sei mal gesagt. Und wir sind erst bei 20 Minuten, deswegen können wir noch relativ viel machen. Ich hätte jetzt gerne freie Kamera. Naja. So. Gucken wir uns mal die Höhle an. Vielleicht haben wir ja da mal ein bisschen Glück, was das angeht. Bam, 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 badanana. Okay, das ist, glaube ich, eine kleine Höhle. Wenn ich mich recht erinnere. Oh Gott, was war das? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich gerade vom Loch eingesaugt wurde. Oder ob einfach mein Controller nach links gedrückt hat. Was zum...
Oh mein Gott. Please. Ja, jetzt. Okay. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber okay. Tschüss. So, dann machen wir einfach ganz vorsichtig hier. Ja, sehr gut. Okay, darüber bin ich sehr zufrieden. So, wir brauchen nämlich noch ein paar kleine so. Weiß gar nicht hier. Okay, wir haben noch nicht alles voll. Oh Gott. So. Ganz schnell, ganz schnell. Wir brauchen noch ein paar Herzteile und ein paar Herzcontainer. Nämlich zwei Stück. Zwei Herzcontainer und Herzteile dann je nachdem wie viel. Aber zuerst freuen wir uns über das Herzteil hier. So, du lässt mich hier vorbei. Also ich rede gerade mit der Schlucht. Eine nette Schlucht auf jeden Fall, kann man gute Unterhaltungen führen. Sehr, sehr interessanter Gesprächspartner. Finde ich super. Schönen Tag, Herr Schlucht. Okay. Ich bin wieder am Bullshit labern. So, und beim Rumstottern dabei. Habe ich das Gefühl. Ein bisschen zu hart. Aber na gut. Was willst du machen? Von dir will ich erstmal einen auf die ins Auge reingeben. Und dich in Stein verwandeln. So, und jetzt gib mir bitte Luftmedaillon. Bitte, 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 bitte. Noch ein Dungeon. Monty, ich bin es, Zelda. Dieser Raum ist sehr tricky. Du musst den korrekten Pack-Switch finden. Der Pack-Switch, Alter. Drei sind fake. Ich habe so die Vermutung, dass der hier fake ist. Boah, krass. Richtiger Faker. Gut, ich dachte jetzt erstmal so, wenn wir den Fake erwischen, dass der erstmal anfängt. Also, dass er uns erstmal so. Wie soll ich es nennen? Dass wir erstmal einen Fehler dafür angerechnet bekommen und irgendwie Schaden bekommen oder so. Das habe ich jetzt erstmal gedacht. Und das hier ist eigentlich vom Eingang her genau wie im ersten. Nee, wie im dritten Dungeon im Original. Nur ein bisschen anders. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr simpel. Ich dachte jetzt eigentlich. Ja. Ich dachte, es wäre ein bisschen härter, aber okay. Ist ja auch kein richtiger Dungeon. Wie es aussieht, also sehr gut. Hä? Die Truhe ist permanent verschlossen? Hä? Hä? Permanent? Nice, Herzteil. Hä? Permanent? Hä, was? Wie bitte? Na gut, das waren ein paar nette Truhen. Es gibt, da habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, ne? You can't open any more chests, the game is over. Ist auch so ein Text, der existiert. Ich glaube, wenn man nichts reingepackt hat in die Truhe. Irgendwas war da. Wenn man jetzt ganz kurz so, wenn man sich diesen Block hier anguckt, dann hoch und runter läuft und dann so ein bisschen hinschaut, dann sieht man auch mal ein bisschen braun, ein bisschen stärker grün, ein bisschen schwächer grün. Das liegt daran, weil man natürlich hier immer noch in den Bergen ist. Und hier eigentlich auch eine gewisse Palette ist, dass man den Hintergrund sieht bei manchen Stellen, aber das funktioniert nicht ganz so krass in diesem Spiel. Also in diesem Hack, weil der das ein bisschen anders gebaut hat. So, und wie gerufen, wir sind wieder bei den Feen und wieder bei der Magie, die wollen wir uns auch direkt wieder auffüllen. So, muss man sich auch gar nicht drum scheren, ob der Typ hier einen erwischt. So. Bam, ich habe keine leeren Truhen. Bam, bam. Achso, wir haben ja jetzt voll. Dann noch ganz kurz ein bisschen Magie. Das war knapp. So, und ich habe es gerade direkt drauf abgesehen. Auf die Schattenwelt dort unten, wenn ihr euch erinnert. Da waren die drei Leunen im Weg und genau da wollen wir hin. Hoffentlich bekommen wir da jetzt langsam mal das Luftmedaillon. Wie gesagt, ich will jetzt endlich das Masterschwert haben. Der Hammer ist schön und gut, aber ich brauche den auch nicht die ganze Zeit nutzen. Sagen wir so.
Aus dem Weg. Scheiß Wurm. Na, sehr gut. Ah ja, und praktischerweise ist hier sogar noch der Ausgang. Der Eingang. Oder wie man es nennen will. Hat sich ja doch noch gelohnt. Und wir können den Typen übrigens keinen Schaden machen, deswegen verpissen wir uns so schnell wie möglich. So, tschüss. Noch ein Dungeon. Also langsam wird es echt ein bisschen witzlos. Ist halt die Frage, gibt es jetzt das Luftmedaillon? Weiß es nicht. Karten gibt es ja hier auch keine. Wir können theoretisch auch den Sumaria-Stab bekommen dadurch. Das heißt, wir kommen in einem anderen Dungeon weiter, in der Kathedrale, die wir schon mal besucht haben. Birnerstab brauchen wir noch und dann halt natürlich der Zauberspiegel, aber ich glaube, den bekommen wir nicht. Sehr unwahrscheinlich. Und dann halt eben die beiden. Also einen davon wissen wir ja schon, der ist Feuermedaillon, aber halt Luftmedaillon wissen wir noch nicht. Das suchen wir auch gerade. Ah, so wie es aussieht, werden wir halt immer noch kein Glück haben. Hoffen wir aber, dass wir im nächsten Part vielleicht ein bisschen mehr Luck haben, in dem Dungeon eventuell das Luftmedaillon zu bekommen. Sollten wir es nicht bekommen, tja, ich versuche mein Bestes, aber das Masterschwert ist einfach, es ist so nah und doch so fern. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber diesen Dungeon, den werden wir dann im nächsten Part weiter erkunden. Und bis dahin wünsche ich einen wunderschönen guten Tag oder Abend. Und auch eventuell einen guten Morgen. Und ja, bis zum nächsten Part und ciao.